So, liebe Leute, wir sind wieder dabei bei Need for Speed Hot Pursuit und wir machen heute weiter mit den Racern. Zwei weitere Events, die uns jetzt heute anstehen werden. Denke ich mal, ja, hieß Scotch. Eine Vorschau ist es auf jeden Fall, okay. Warum auch immer. Oh, ein Pagani Zonda. Der geliehen ist. Okay. Oh, los. Horatio Pagani und sein Team haben wieder einmal ein Kunstwerk erschaffen, das über 350 Stundenkilometer schnell ist. Nur 5 der in Paganis Studio in Modena entworfenen Roadster werden gebaut. Sie ergänzen damit die 5 existierenden Coupés. Der 7,3 Liter V12 von Mercedes-Benz AMG brüllt beim Gasgeben wie eine wilde Bestie. Ein Inferno, das durch das Geräusch der Luft begleitet wird, die in die Dachhutze über dem Kopf des Fahrers einströmt. Das Carbon-Titan-Monocoque musste nur wenig modifiziert werden, da es bereits ausreichend steif für den Einsatz mit abnehmbarem Dach war. Die Radmuttern bestehen vollkommen aus Titan und tragen das Pagani-Logo. Ja, auf geht's. Okay, und damit ihr die vorgegebenen Zeiten, um Medaillen zu gewinnen, das ist quasi nichts anderes als ein, als diese, Schnelleinsatz. Genau, 1 Minute 22, um Gold zu schaffen, Silber 1,30 und Bronze überhaupt mal 53. Na gut, auf geht's. Probieren wir's. Ja. 10 Millionen Kopfgeld, um den Wagen freizuschalten. Also irgendwann kriegen wir den noch schneller ran. Oh, brüllt die Karre. Ich glaube, ich halte jetzt die Karre, das ist einfach genießbar. Na, da wurde es nur Silber. Ja, gut, okay, besser als nichts. Jedenfalls haben wir die Aufgabe gut erledigt. So. Ein BMW Z4, den wir jetzt freigeschaltet haben. Achso, okay. Ja, ja, es geht nicht darum, dass wir die Dinge... Okay, abgearbeitet haben wir sie. So. Memorial Valley oder... Machen wir den Title Fight. Ein Duell. Okay, wir haben die Fahrzeuge sind halt nicht im Event verfügbar, das heißt, wir haben nur den Evo-Fall. Aus gutem Grund anders. Dies ist die bislang 10. offizielle Version der bei ihren Fans als Evo bekannte Hochleistungslimousine. Der Lancer Evolution gewann von 1996 bis 1999 den Fahrertitel in der World Rally Championship sowie die Konstrukteursmeisterschaft 1998. Zu den revolutionärsten Technologien gehört die Super All-Wheel-Control, SAWC,
Ein System, das je nach Fahrsituation das Motordrehmoment indirekt an die inneren oder äußeren Räder leitet. Durch Ausnutzung der gesamten verfügbaren Traktion verleiht SAWC dem Lancer Evolution eine beispiellose Kurvenwilligkeit, Beschleunigung und Sicherheit. Jedes Detail des Lancer Evolution ist auf verbesserte Leistung und oder Sicherheit ausgelegt. Von der rennerprobten Aerodynamik bis hin zu den breiten Kotflügeln, dem Aluminiumdach und der belüfteten Aluminiumhaube. Ja, gut. Das ist das, was uns jetzt ansteht. Ein Duell mit dem Evo. Let's go. Ich nehme das Auto schön in schwarz. Ich denke mal, das passt so. Ja, erreicht das letzte Ziel, die meisten Kopfgeld zu bekommen. 6.000 für Gold, 4.000 für Silber. Also heißt, wir haben auf jeden Fall 4.000 sicher. Aber wie gesagt, einfach wird es nicht. Ich versuche natürlich den anderen weg zu crashen, wenn es irgendwie möglich ist. Bis jetzt haben wir uns ja gut durchgearbeitet, aber naja. Ja, ist ja schon das zweite Event, das letzte also quasi für diese Aufnahmesession. Ich mache ja 4 Folgen immer im Stück, ich kann ja mal ein bisschen was machen. Weil dadurch, dass das Need for Speed nicht mehr alle, Montag bis Donnerstag kommt. Nein, es kommt jetzt täglich. Eigentlich um 12, außer der Release Day, der war um 22 Uhr. Das ist mein Ziel, aber jetzt erstmal rein damit ins nächste Event. 11,2 Kilometer steht uns auf jeden Fall an. So, mein Ziel ist es, gefordert zu bleiben. Wobei der Typ auch nicht schlecht fahren kann, muss ich sagen. Ich versuche jetzt ein bisschen zu... da zu jagen, weil der Engel schon lebt. Das Ziel ist natürlich, um das Gold zu fahren, natürlich, klar. Ein bisschen versucht, wegzukommen jetzt wieder. Aber der versucht sich wieder, dass sie vorbei zu jagen. Ne? Das heißt, wir sind wieder vorbei. Okay, da war ich. Da sind wir noch vorbei geschüttelt. Ich ohne. 6,8 Kilometer noch. Bombig in der auf der Strecke, muss ich sagen, bei der Höchstgeschwindigkeit gerade einfach mal um diese Kurve rum. Das Gute ist, ich sehe im Rückspiegel, ich weiß nicht mehr, wo der Typ hängt. Und der kann auch driften, der Subaru. Ich checke noch ohne 3,2 Kilometer, da bin ich jetzt ein bisschen rausgekommen. Gut, dass ich ein bisschen Power noch habe, dass ich mir das Nitro noch ein bisschen sparen will. Zwei Kilometer noch. Bis zum Ziel. Und dann hätten wir den Typen besiegt, aber nicht verfehlt, während ich mich verfehlt, dass ich nochmal. Ich bin immer noch überrascht, weil die Sekunden haben wir nicht erforscht, sagt er. Weil nur noch einen Kilometer, also. Letzter Kilometer jetzt noch.
Mal wieder Gold. Mit dem Pagani haben wir es nicht ganz geschafft. Da fehlt wirklich eine halbe Sekunde. Nicht mal eine halbe Sekunde. Aber hier mit dem Duell haben wir es dann am Ende gesetzt. 6000. Wir geben ja immer gutes Kopfgeld. Klar, wir haben natürlich immer mehr gesucht, ne? So ist es nicht. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. So, noch 8000 ungefähr, 8600, 8700 brauchen wir, um aufzusteigen. Jetzt kriegen wir erstmal das Auto, das ist ein Audi TT RS. Schönes Auto. Aber für mich leider nicht machbar. Also A, finanziell nicht und B, einfach von Praxis. In der Praxis ja nicht. Wenn die Frau schwanger ist, dann wird das schwierig werden mit dem Nutzer. Na gut, wie dem auch sei, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Und dann geht's weiter mit den Cops.